Meine sehr geehrten Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Charon Dawn of Hero. Wir haben in der letzten Folge wieder einen Goddämon geklatscht, dessen Name mir schon wieder entfallen ist, weil, naja, man braucht sich die Namen hier nicht merken. Es ist ja nicht so, dass die Goddämonen irgendwie selber noch eine eigene interessante Nebenstory hätten. Es sind halt Goddämonen, die fallen halt um. Also wir gehen hin, klatschen die um, die stellen sich kurz vor, fertig. Naja. Gut. Jetzt muss ich wieder zurück nach Taya. Um rauszufinden, wo unser nächstes Opfer ist. Und dann mal schauen, ob wir mehr darüber herausfinden. Warum es doch ein Segen ist, unwissend zu sein. Das war ja der ganz wichtige Satz in der letzten Folge. Ausgezeichnet. Iris, der Neidische, wurde von euch bezwungen. Exakt. Könnt ihr nach dem Nächsten suchen? Ich werde es versuchen. Ich spüre eine große negative Aura in der Zenon-Ebene südöstlich von Yad. Dort muss er irgendwo stecken. Südöstlich von Yad. In der Zenon-Ebene. Dann gehen wir da mal hin. Also man muss ja schon sagen, ne? Also ist jetzt nicht böse gemeint, aber so ein bisschen belanglos sind die Gottdämonen halt schon, weil wirklich ein Haufen Abenteurer geht hin und klatscht die einfach um, ohne dass die überhaupt auch nur irgendeinen besonderen Einfluss auf die Welt gehabt haben. Wir klatschen die halt einfach um, als wären es stinknormale Monster. Yad, wo war Yad? Yad, Yad, da unten. So, bin ich überhaupt geheilt? Nö, dann gehen wir mal hier eben noch pennen. Wo war denn hier das Inn? Hier. Danke, Shay. So. Oh, jetzt kann man hier nicht mal durch die Seite die Stadt verlassen, ey. So, Zenon-Ebene. Südöstlich war das, ne? Müsste hier sein. Genau. Ups. Nein. Mensch. Bejon. Hi, seid ihr neue Monster? Ja, seid ihr. Komm. Geben mal 100% hier. Wobei, da könnte sogar das effektiver sein. Aha. Nice. Die geben Elixiere? Es wird ja immer besser mit den Item Drops. Gab's hier irgendwas? Nee, ne? Vor allem die meisten Schätze habe ich wahrscheinlich schon geplündert. Servus! Ja, juckt mich nicht. Angriff.
Kurzerhand, Angriff. Ja, verteidig halt. Sehr schön. Kurz hier. Zack, zack. Ich fühle mich gut gelevelt. Das muss ich echt sagen. Ja, von mir aus können wir hier gleich weitermachen. Lichtsperr und... Ach, scheiße, geht nicht mehr. Dann einfach Folger. Ja, und sonst, wie ist es euch so die Tage ergangen? Ich hab ne recht. Ja, eigentlich ganz angenehme Woche hinter mir. Aber was heißt hinter mir? Morgen ist ja auch noch ein Tag, aber... Das Schlimmste habe ich hinter mir. Zack, zack, hier irgendwas, Hauptsache drauf. Sehr gut. Zack. So, wo muss man jetzt eigentlich lang? Okay, hier war nur eine Truhe. Wer mich nicht einfängt, darf mich auch nicht töten. So einfach ist es. Was bist du denn, Pflänzchen? Oh, ein Krüppchen. Aber ihre normalen Angriffe hauen so langsam echt rein. Also so 200 bis 300 Schaden ist langsam schon echt viel. Ich hoffe doch, dass ich in nächster Zeit mal neue Ausrüstung bekomme. Ah, es müsste zwei Level-Ups geben. Jawohl. So, was mache ich mit dir? Ja, machen wir Leben. Und bei dir... Intelligenz noch weiter erhöhen oder doch MP oder HP. Gehen wir noch ein bisschen mehr auf die MP. Hui. Gut, wenn ihr es nicht anders wollt. Nee, das finde ich jetzt nicht so sexy. Ich habe keine Lust, dass hier irgendwer als One-Hit endet. Nice. Schön.
Über 1000 EP, Vitalblätter. Ich bin zufrieden. Hey, haben wir es schon geschafft? Hä? Der hat nicht geheilt, oder? Nee. Dann übernehme ich das mal lieber selbst. Waren wir hier früher auch schon? Ich kann mich nicht dran erinnern. Ach, wie viel EP das wäre, alle Monster hier zu klatschen, aber es wäre mir auch irgendwo viel zu anstrengend. Okay. Schauen wir mal. Ich spüre hier eindeutig die Aura eines Gottdämons. Zeige dich. Wie ihr wünscht, ihr großen und heroischen Helden, die ihr schon drei der Gottdämonen bezwungen habt. Ich grüße euch. Mein Name ist Shedim. Ihr Römer, wir werden dich zu deinen Brüdern schicken. Das ist schade. Ich wollte euch noch etwas über uns Gottdämonen erzählen und euch etwas zeigen. Zum Beispiel etwas über die Katsura. Die Wahrheit über sie. Ich weiß, es ist ein Risiko, doch vielleicht könnten wir ihm etwas darüber ausquetschen. Bitte, Sorata. Gut, wir versuchen es. Danke, Sorata. Also, Shedim, was weißt du über die Katsura? Sag es uns und wir gestalten deinen Abgang etwas freundlicher. Oho, ihr habt schon recht große Wünsche. Doch keine Bange, ich kann sie euch alle erfüllen. Was ist passiert? Eben standen wir doch noch Shedim gegenüber. Was ist das für ein Ort und wo sind die anderen? Ich glaube, ich sollte mich hier einmal umsehen. Oh, allein? Ach, guck mal. Satoshi, wach auf. Ich habe es geschafft, meine Freunde. Ich habe euch gerecht und meine Ehre wiederhergestellt. Was soll das bedeuten? Träumt er? Azrael? Komm, wach auf, Azrael! Endlich. Mein Ich ist zurück. Ich bin wieder jemand. Er scheint zu träumen. Jin, komm, steh auf! Kein Problem. Das habe ich doch gern gemacht. Jetzt seid ihr wieder frei, Leute von Xino. Er scheint zu träumen. Das erinnert mich gerade an das Ende. Okay, jetzt Spoilerwarnung für alle, die Naruto noch nicht fertig geschaut haben bis heute. Naruto Shippuden. Ganz am Ende dieses Riesen. Ich hab den Namen davon vergessen. Dieses Riesen-Jutsu, was alle in eine Traumwelt befördert. Wo jeder sein ideales Leben lebt. Sowas hier in die Richtung wird das sein. Kuma, komm, steh auf. Es war eine Ehre für mich, meine Landsleute, meine Familie geschützt zu haben. Wieso träumt er? Warum träumst du nicht? Yuko, bitte wach auf, wir müssen weiter. Ich kann es kaum fassen. Endlich weiß ich, wer ich bin. Das ist also die wahre Natur der Katsura. Yuko träumt scheinbar von den Katsura. Miyuki, es wird Zeit. Komm, steh bitte auf. Bruder, ich habe meine Pflicht erfüllt. Du bist gerettet. Miyuki scheint auch zu träumen. Tja, und nun? Wird Sorata dem Dämon etwa alleine gegenübertreten? Wäre sicher spannend. Hätte ich Bock drauf. Was?
Wie ist das möglich? Bist du es wirklich? Asuka? Natürlich bin ich es, du Dummerchen. Aber wie? Wie kommst du hierher? Und überhaupt, wo sind wir hier? Weil dies das Paradies ist. Wir finden alle Sorgen ein Ende und all deine Fehler werden verziehen. Stimmt das? Natürlich. Dein Kampf gegen das Böse, dein Kampf gegen die Gottdämonen, all das ist vorbei. Und die Fehler, die du gemacht hast, sind nicht existent. Und vor allem, ich verzeihe dir. Nein. Was meinst du, Sorata? Ich sagte, nein. Nein, du bist nicht Asuka. Was sagst du da? Ich stehe vor dir. Mag sein, doch das hier ist nicht wirklich. Du solltest tot sein. Und meine Freunde sollten nicht in ihren Wünschen gefangen sein. Du bist wirklich nicht schlecht. Ich zeige dir das wahre Antlitz dieses Paradieses. Aha. So sieht es hier also in Wirklichkeit aus. Wie hast du herausgefunden, dass das hier nicht echt ist? Es war doch alles perfekt eingerichtet. Ich muss zugeben, dass alles hier ist gut inszeniert, doch musst du mir erklären, was das genau hier ist. Ich nehme an, der Begriff Zwischendimension ist bekannt. Im Normalfall ein begrenzter, künstlich erzeugter Raum, der vom Erschaffer beliebig geformt werden kann. In diesem Fall hier hat Meister Shedim jedoch einen bestehenden Ort etwas manipuliert. Wir befinden uns jetzt zwar noch in eurer Welt, doch liegt dieser Ort direkt an der Grenze der Dimension. Quasi die Grenze eurer Realität zur ewigen Dunkelheit. Das verstehe ich nicht ganz, aber egal. Jetzt ist Shedim dafür verantwortlich? Ja, seine Gabe beinhaltet das Transferieren bestimmter Personen in eine Zwischendimension und die Erfüllung der Wünsche der Zielpersonen. Er kann deine Seele lesen. Verstehe, deswegen sind die anderen in solchen Träumen gefangen. Wahrscheinlich bin ich nur immun dagegen, weil ich ein Dämon bin. Was mir jedoch nicht schlüssig ist. Woher wusstest du, dass ich nicht die echte Asuka bin? Ich muss gestehen, im Prinzip war euer Blick in meine Seele nicht verkehrt. Jedoch habt ihr etwas Entscheidendes übersehen. Mein Wunsch bezüglich Asuka war nicht, dass sie mir vergibt. Denn das hat sie schon kurz vor ihrem Tod, sondern ich mir verzeihen kann. Dann muss ich dich halt mit Gewalt überwältigen. Versuch's doch! Kein Problem. Machen wir kaputt. Was bist du, ein Finsterling? Süß. Den Kampf soll... Nee. Ach, scheiße. Kaum nehme ich den Mund zu voll. Dann... Ich weiß nicht, ob ein Elixier auch Statuszustände heilt. Ich denk's mal nicht. Nee. Aber ist nicht schlimm. So, schwach ist nicht. Nehmen wir mal das Vitalblatt. Nee. Scheiße, habe ich nichts, was blind kuriert? Schlecht. Dann mach mal Verteidigung, bis du wieder was siehst. Ja, war wohl eh nicht schlecht. Ah, jetzt. Ah, ich habe aber doch Schwäche. Dann benutze ich trotzdem mal ein Vitalblatt. Aua! So, jetzt schlag zurück hier. Sei Dank.
Meine Fresse hat ja viel Leben. Yay! Gut, das wäre erledigt. Ich sollte die anderen wecken. Und dann verschwinden wir von hier. Dieser Ort ist mir nicht ganz geheuer. Zwielicht? Was ist Zwielicht? Oh. Dunkelheit und Licht zusammen stürzen auf den Gegner herein. Licht plus Dunkelheit wird aber wahrscheinlich Intelligenz erfordern. Deswegen das wahrscheinlich bei mir gar nicht so stark rüberkommt. Werde ich bei einem Bossfight mal testen. Dann weck Masale mal auf. Jin, komm, steh auf. Ich muss meinen Leuten in Xinu helfen, das Land aufzubauen. Komm zu dir, deine Landsleute sind noch längst nicht gerettet. Momentchen mal, wo bin ich? Was ist hier passiert? Shedim wollte uns loswerden und hat uns in eine Zwischendimension gesperrt. Na, dann lass uns einen Weg hier rausfinden und diesen Gottdämon unsere Meinung geigen. Das finde ich gut. Satoshi, du musst aufstehen. Ich muss meine Kameraden betrauern. Komm zu dir, deine Kameraden sind noch nicht gerecht. Kyoda ist immer noch am Leben. Was ist geschehen? Shedim wollte uns loswerden. Ja, ja, wir kennen die Geschichte. Nehmen wir den noch mit. Oh, ich habe Azrael da unten vergessen, ne? So, Yuko. Yuko, bitte wach auf. Nein, ich will bei meinen Verwandten bleiben. Das ist nicht wahr. Dies alles hier ist eine Illusion. Shedim will dich nur verwirren. Was? Was ist passiert? Wo bin ich? Shedim hat uns... Okay, ja, ja. Ja, tun wir. Wir sind die Helden. Wuhu. So, Azrael noch. So, jetzt haben wir alle. Und nun? Wie kommen wir hier wieder weg? Gute Frage. Wenn Shedim uns hierher teleportiert hat, müssten wir uns auch wieder von hier weg teleportieren können. Ich werde es versuchen. Bitte sehr. Gut gemacht, Yuko. Jetzt können wir Shedim erledigen. Bereite dich per Menü vor und speichere ab, bevor du den Teleporter nutzt. Ja, wie geht's den anderen? Ah, Gruppe wechseln. So, und da ich da... Achso, warte, ich habe eh verwechselt. Egal. Jetzt, ich brauche sowieso die richtige Reihenfolge, weil sonst dreht mein Kopf durch. So, zack. Zack. So passt's. Genau. Und sind auch alle geheilt. Speichern und go. Wie ist das möglich? Ihr könntet euch aus meiner Illusion befreien. Wir sind mal nicht so einfach zu überrumpeln. Unschön. Mein Plan war eigentlich perfekt. Im Gegensatz zu Hashmalin, Argos und Iris. Nun ja. Zumindest kann ich euch immer noch wie Insekten zertreten. Das wirst du nicht schaffen. Interessant. Ich frage mich jedoch, wieso jagt ihr uns Gottdämonen? Ihr spürt uns auf, überwältigt uns und löscht uns aus. Und ihr wollt die Streiter des Guten sein? Ihr seid die Gottdämonen, die Inkarnation des Bösen. Die Inkarnation des Bösen? Natürlich. Das ist wohl die richtige Bezeichnung für uns. Doch bist du nicht genauso böse wie wir, Sorata? Du bist ein Dämon und hast uns befreit. Ja, ich gebe zu, das war ein Fehler. Aber ihr habt mich dazu verleitet. Ich versuche nur, meinen Fehler zu korrigieren.
Indem du uns tötest, genau wie wir alles zerstören würden? Wie menschlich. Du bist mehr Mensch, als man erwarten würde, Soata. Bemitleidenswert. Rede du nur. Wir werden dich jetzt erledigen, bevor du großes Unheil anrichten kannst. Wenn ihr euch nach dem Tod so sehr sehnt, dann werde ich euch euren Wunsch gerne erfüllen. Okay, Pixelbrei Nummer 4. Attacke! Okay, es ist nur Satoshi. Alles gut. Sehr schön. So, jetzt will ich es doch mal testen. Zwielicht. Ist doch nicht schlecht. Aber wenn man sich so die MP-Kosten anschaut, ist Omega-Schlag halt immer noch besser. Ja, komm, nehmen wir auch ein Elixier. Böse. Omega, schwarze Hand, Lichtspeer. Standard halt. Na, reicht dieser Zug jetzt oder der nächste? Aber so viel Leben hat er sicher nicht mehr. Na komm, mach halt Folger. Okay, das macht ein bisschen arg wenig Schaden. Tada! 5000 EP. Boom! Damit wären es schon 4 Gottdämonen. Dann lasst uns mal zurück nach Taia gehen und das Orakel nach dem letzten Gottdämon befragen. Was machen wir nun, Soata? Hm? Na, wir besiegen den letzten Gottdämon. Und dann? Dann haben wir erstmal Ruhe. Aber was ist, selbst wenn... wenn wir den Gottdämon besiegen? Was ist, wenn Cehal immer noch nicht Frieden hat? Was ist mit Veras, mit Drasna, Darkin und Gerien? Meinst du, wir werden je damit aufhören können zu kämpfen? Ich weiß, was dich bedrückt. Ich frage mich auch, wie ich so in Frieden ein Mensch werden kann. Aber wir werden das schon irgendwie schaffen. Ich weiß nicht wie, aber ich werde für eine gemeinsame Zukunft für uns alle streiten. Das werden wir, Soata. Gut, dann lass uns gehen. Die anderen warten sicher schon. Ja, gehen wir. Wartet einen Augenblick. Was ist das? Ich bin der letzte Gottdämon.
Und ich fürchte, dass ich mir die Nachfahren der Katsura an eurer Seite ausleihen muss. Yoko! Nun, wenn ihr sie wiederhaben wollt, dann müsst ihr mich aufsuchen. So einfach ist das. Verdammt, Yoko! Wir müssen sie finden! Dann schnell zurück nach Taya. Das Orakel wird sie sicher finden können. Gut, gehen wir. Ah, und deswegen hat mir der Schildi gesagt, dass ich einen zweiten Heiler brauche. Und den habe ich ja zum Glück. Auch wenn er natürlich nicht ganz so toll ist wie Yoko. Aber er ist ausreichend. Die Frage ist nur, wen nehme ich als vierten Kameraden? Das ist die Frage. Die sind nämlich alle noch etwas unterlevelt. Das ist so das Problem. Oder mache ich eine Mutprobe und versuche es einfach mit drei Leuten? Wäre doch was. Da wird es mal spannend. Okay, dann gehen wir mal nach Taya. Ausgezeichnet, auch Shedim, der Verführer, wurde von euch erledigt. Das stimmt, doch sind wir schon auf den letzten Gottdämon gestoßen. Er hat Yoko entführt, oder? Ich kann sie nicht mehr erfühlen. Ihre Aura ist von Dunkelheit umnebelt. Verdammt, könnt ihr uns denn nicht irgendwie helfen? Nun, ich kann euch sagen, wo sich diese große Dunkelheit befindet. Dort müsstet ihr Yoko und den fünften Gottdämon finden können. Ich spüre eine große negative Aura tief im Süden von Zeal, sowie eine gewaltige Ansammlung von Magie. Dort muss eine Yupagode sein. Moment, liegt dort nicht die Wege an Himmelsstätte? Das müsste so hinkommen. Natürlich, so ergibt alles auch einen Sinn. Deshalb benötigt der Gottdämon also Yoko. Wie? Ich verstehe nicht. Was ist denn die Wege an Himmelsstätte? Die Wege an Himmelsstätte ist der ehemalige Hochsitz der Katsura. Deswegen gibt es dort auch eine Yupagode. Und wer könnte die Barrieren dort besser durchdringen als seine Nachfahrin der Katsura? Dann ist das der einzige Grund, weshalb der Gottdämon Yoko entführt hat. Es wäre anzunehmen. Wir sollten schleunigst nach Süden und sie finden. Genau, auf zur Wege an Himmelsstätte. Yoko, ich werde dich retten. Das könnte ja noch richtig spannend werden. Hihi, dann wisst ihr ja, was uns nächste Folge erwartet. Geil, geil. Freue ich mich drauf, freue ich mich richtig drauf. Gut, dann bedanke ich mich für immer fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Euer Daniel. Adios.